So, was ist denn dieses Outfit? Das ist ganz einfach, guck hier. Verteidiger. Film müssen wir so rummachen, pass auf, hier. Titelverteidiger. So, okay, das ist nur zu... hi. Hi. Hi, wer bist du denn? Ich bin Tobi, ich bin 13. Schön, dass du hier bist, Tobi. Was für eine krasse Stimme du hast. Dankeschön. Wirklich, unglaublich. Es gibt nicht viele Menschen, die mit einer Stimme gesegnet sind, die so viel Gefühl transportiert, die so was Besonderes ist. Danke. Und dann noch Adele singen, was eh Königsdisziplin ist, und dann überhaupt nicht abzukacken. Ja, ist klar. Danke. Und ich finde es auch erstaunlich, die langen Töne stehen da wie eine Eins. Unfassbar. Ich bin fasziniert. Manchmal kommen so Talente, wo ich denke, es kann nicht sein, was gerade abgeht. Ich war so und habe versucht, rauszufinden, wie du das alles machst, weil ich habe es nicht verstanden. Und ja, ich würde super gerne mit dir weiterarbeiten, an deiner Stage-Performance auch. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass wir das zusammen ausprobieren können, weil ich kann dir sehr gut helfen auf dem Weg. Dankeschön. Ja, Tobi, ich habe so einen kleinen Moment gebraucht, um mich umzudrehen. Und dann hast du immer weiter gesungen und bist immer sicherer geworden. Und dann konnte man das hören, was du in dir hast. Du bist auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches Talent. Ich würde mich mega freuen, wenn du mit mir zusammen daran arbeitest, sicherer zu werden. Dankeschön. Tobi, vielleicht hast du ja gemerkt, dass ich mich sofort umgedreht habe. Ja. Der Erste, der... Ich war ein bisschen geschockt. Ja? Ja, ich habe gedacht, oh, das war gekommen schnell. Ja, ich war auch geschockt von deiner Stimme, weil es einfach so unfassbar toll war und ich wollte es mir unbedingt sofort ansehen. Die anderen haben ein bisschen gebraucht, aber es gibt auch ein Team, das wusste von Anfang an, dass du in die nächste Runde gehörst. Das ist Team Vincent und ich würde mich freuen, wenn du herkommst. Danke. Tobi, ich würde gerne wissen, was machst du denn noch so außerhalb der Musik? Ich spiele Tennis. Wirklich? Ja. Cool. Ich habe gerade angefangen mit Tennis. Vielleicht kannst du mir was beibringen. Also. Vielleicht. Ich habe letztens Carlos Alcaraz gesehen. In der Schweiz, war verrückt, wie der spielt. Und viele Freunde, die Tennis spielen, wenn du willst. Ja,
That was a good one. That was a good one. Ich bin extra vorhin rausgelaufen, weil die hängen jetzt schon die ganze Zeit in der Garderobe und diese Angeberanzüge holt man nur für einen ganz besonderen Moment raus. Deswegen, wir würden gerne unseren Titel mit dir verteilen. Dankeschön. Aber es ist ja auch relativ unwahrscheinlich, dass ein Team zweimal hintereinander gewinnt, oder? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist größer. Das haben wir schon mal gemacht und wir werden ja, das damals wieder machen. In den 80ern. Tobi, Nummer 1 im Tennis ist gerade wer? Ja, Nadal. Aber nein, nicht nein, Nadal. Das ist Alcaraz. Carlos Alcaraz. Ah, okay. Ja? Den habe ich kennengelernt vor einem Monat, lustigerweise. 19 Jahre alt, Nummer 1 auf der Welt. Aber Tobi, 13 Jahre, Nummer 1 im Team Vincent. Tobi, Top-Stimme, Top-Tennisspieler. Jetzt brauchst du noch ein Top-Team. Hast du schon eine Idee, wo du hingehen möchtest? Nein. Oh. Ich habe keine Idee. Meine Tante sagt, ich soll zu Lena gehen. Gut. Aber. Ich gehe zu Vincent. Ja! Yeah. Oh. Herzlich willkommen. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Warte. Warte. I'm sorry, Lena. Don't worry, it's fine. Ich habe ein kleines Andenken, passt zur Farbe vom T-Shirt. Ein kleines Team-Andenken. Ja. Ey, herzlich willkommen, Team Vincent. Einen großen Applaus nochmal bitte. Tobi,